schauen soll. Aber das Publikum scheint das Ganze sehr zu interessieren, denn die Leute strömen scharenweise in die verschiedenen Stadien. So auch an diesem Wochenende in Bad Zwischenahn beim 28. internationalen Grasbahnrennen, bei dem es allerdings dieses Mal ein paar dunkle Wolken gab. Im wahrsten Sinne des Wortes, das Wetter spielte nicht mit. Helmut Jungwirth hat sich das für uns angeschaut. Jahre lang schien im Ammerland jedes Mal die Sonne, wenn der Motorsportclub Bad Zwischenahn zum internationalen Grasbahnrennen einlud. Diesmal war es anders. Der Star der Veranstaltung unterm Schirm, Ex-Weltmeister Egon Müller, schien es nichts auszumachen. Er hatte im Feld der 20 Konkurrenten kaum Konkurrenz zu fürchten. Es sei denn von einem Mann. Diesem nämlich hier, dem amtierenden englischen Grasbahnmeister Chris Babbitt. Doch in einer Runde fürs Publikum zum Vorstellen fand der erwartete Zweikampf mit Egon Müller sein schnelles Ende. Babbitt kam mit dem schmatzigen Boden nicht zurecht. Ehe es begann, war er schon wieder draußen. Zwei Rippen hielten dem Sturz nicht stand. Der Engländer durfte wieder nach Hause. Für Egon Müller war damit alles klar. Zur ersten Siegerehrung einer nordwestdeutschen Bahnmeisterschaft erschien er mit Verspätung. Das Publikum pfiff. Nun, ihm war das Wohl seiner Maschinen verständlicherweise bei diesem Wetter wichtiger als der Ehrenpreis, als die Siegerehrung, der Zimtlöffel, der Preis eines örtlichen Sponsors. Das Publikum hatte zwar dafür kein Verständnis, aber Egon Müller ist schließlich auch nicht auf den Mund gefallen. Dem Kastlöff hier in Bad Zwischenahn einen original nachgemachten echten Ammerländer Zimtlöffel überreichen und hoffen, dass Ihnen dieser weiterhin viel Erfolg wünscht. Dazu noch eine Flasche Korn, damit Sie trocken nach Hause kommen. Freunde, ich finde es nicht fair, wenn ihr das nicht akzeptiert, dass die Leute heute wirklich ihr Bestes geben. Und wenn ihr könnt fighten bis zur Vergasung, sonst zeige ich euch mal, was man nicht machen soll. Könnt ihr mir glauben? 5000 Zuschauer mussten dann wegen der heftigen Regenfälle auf 6 Rennen verzichten. In den übrig gebliebenen Rennen für internationale Lizenzfahrer mit Spezialmaschinen bis 500 Kubikzentimeter zeigte der Ex-Weltmeister jedoch, dass er für sein Startgeld auch einiges zu bieten hat. Und wenn es der Mut ist, bei diesem Wetter um die kurze Bahn in Bad Zwischenahn zu jagen. Müllers Vorläufe hatte er alle gewonnen und klar und deutlich wie diesen hier. Dennoch war natürlich auch Egon Müller über die Bahnverhältnisse enttäuscht, denn die Maschinen sind für Sandbahnrennen konstruiert. Und was das Wetter aber in Bad Zwischenahn aus der Grasbahn machte, waren, wie Müller meinte, wohl eher Motocross-Verhältnisse. Kein Wunder, wenn die Fahrer sich zurückhielten, zumal nach dem bösen Sturz des Engländers Babbitt. Müller blieb der Einzige, der die Leute bei Laune hielt. Wenn ihm mal eine Maschine versauerte, dann rannte der Egon auch, um sich eine neue zu holen. Denn nach dem Reglement hat er dazu nur 3 Minuten Zeit. Schaffte er es in dieser Zeit nicht, dann wird er gestrichen. Nun, so streng sind die Bräuche nun auch wieder nicht. Nach 4 Minuten flitzte Egon Müller mit einer neuen Maschine zum Start. Seine Teilnahme am Endlauf war damit nicht gefährdet. Wer hätte daran wohl auch gezweifelt? Am Start gab rechts mit der Nummer 1 Egon Müller, neben ihm Nummer 4 der Landshunder Georg Happ. Beide hatten am Vortag noch in Prag am kontinentalen Speedway-Finale teilgenommen, ohne nennenswerten Erfolg übrigens. Beim Endlauf in Bad Zwischenahn setzte sich Egon Müller jedoch wie gewohnt an die Spitze und nichts deutete darauf hin, dass dies nach den 3 Runden anders aussehen könnte. Aber man sollte sich täuschen. Denn da war halt noch der Regen in Bad Zwischenahn. Wasser kam in den Vergaser von Müllers Maschine. Und was passierte? Müllers Maschine blieb in der vorletzten Runde stehen.